Die Mods sind da. Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einer weiteren Mod-Vorstellung der Mods, die heute im Giants Mod Hub vorgestellt worden sind. Eine dieser Neuvorstellungen ist eine neue Karte, und zwar heißt diese Karte die Angevin Landschaft oder La Campagne Angevin. Die Karte sei nachgestellt worden nach einem realistischen Vorbild, und zwar eine Region um Angers in Frankreich, also an der Loire-Grenze zum Maine-Distrikt. Vor allem bekannt für die mittelalterliche Existenz der großen Burg, die da noch steht. Des Weiteren könnten wir dann auch weiter noch tiefer in die Geschichte dieser Region eingehen. Jedoch ist es so, dass diese Karte eine Einfachkarte ist, also eine normale Standardgröße. Daher gehen wir nur kurz drauf ein, weil es ist eine kleine Karte, eine schöne Karte, schön gemacht. Jedoch ist es noch nicht an der Qualität von der Oldstream Farm oder der Kalmsten Farm an. Daher machen wir einfach mal kurz einen Überblick. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz, ganz herzlich noch bedanken bei Jonathan und Max für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und ich möchte mich auch bei all den Abonnenten bedanken, die mir von YouTube namentlich nicht gemeldet werden. Ich weiß nicht, warum es so ist. Vielleicht ist die E-Mail-Adresse nicht verifiziert oder wie auch immer. Auf jeden Fall möchte ich mich auch bei denen ganz, ganz herzlich bedanken, die mir namentlich von YouTube nicht bekannt oder gemeldet werden. Also wir können sehen hier, das ist eine ziemlich schöne Karte, also sehr natürlich. Also die Feldergrößen, die Felderformen ist sehr natürlich, ist also nicht irgendwie eine quadratisch praktisch gut Karte, sondern hier haben wir auch einen großen Forstbereich. Wir haben sehr, sehr viele kleine Felder, also vor allem kleinere Felder ist natürlich klar, es ist eine Karte, die im Standardformat ist. Wir schauen uns mal die Karte an. Ihr könnt also sehen, das ist nach einem Satellitenbild nachgebaut. Also wir können hier sehen, die Felder sind also schon in einer natürlichen Form. Es sind 155 Felder an der Zahl, und zwar alles im kleinen und mittleren Größenbereich. Wir schauen uns mal an, zum Beispiel das kleinste Feld ist wahrscheinlich so um die 31 rum, und zwar finden wir die 31 hier, hat eine Größe von 0,2 Hektar, kostet 6.084 Euro. Dann haben wir die größeren Felder, die sind dann so um die 100.000 oder 200.000 Euro, also hier 6 Hektaren, eines der größeren Felder, 6,4 Hektaren, das sind wahrscheinlich so die größten Parzellen. Auf der Karte also auch wieder eine Karte, die mit kleinem oder mittlerem Equipment aus bebaut werden müsste. Also großes Equipment wäre hier wahrscheinlich auch wieder fehl am Platz. Dann gehen wir mal zu unserem Hofbereich. Gehen wir mal zum Hofbereich, und zwar kommen wir hier raus, wenn wir uns in die Karte einloggen. Und das ist dann im Prinzip noch nicht mal unser Farmhaus, sondern wir kommen einfach hier raus bei einem Feld hier. Das ist dann das Feld 1, das zu uns gehört, zu unserer Farm. Das ist also hier schon abgeerntet, also hier gibt es nichts zu ernten für uns. Dann haben wir hier unseren großen Schuppen hier mit der Werkstatt. Hier steht der Topliner von Teutzfahr mit seinem Schneidewerk und natürlich dem Schneidewerkswagen. Dann haben wir hier eine Tank zum Diesel nachtanken. Dann kriegen wir hier einen 3670er Massey, den Rabewerk Grober. Dann haben wir eine Sämaschine, und wir haben den Walmet, den Valtra Walmet 8750, jeweils mit dem Gewicht, was dazu kommt. Des Weiteren gehört mit zum Hof ein Kuhstall, und zwar der hier. Das ist ein Kuhstall für 80 Kühe. Wir haben ein Güllefass und wir haben ein Keilsilo hier. Für Häckselgut natürlich. Und hier haben wir das Tiermenü. Hier haben wir dann noch einen Anhänger stehen in der großen langen Halle hier. Und zwar den Welger. Und wir haben noch einen Steyr 8150 Turbo stehen hier. Der gehört auch zu uns. Das heißt, wir haben drei Trecker und einen Drescher. Wir haben dann drei Anbaugeräte
und einen, also zwei Anbaugeräte und einen Anhänger, der schon bereits zum Equipment gehört. Gut, dann gehen wir mal in unser Farmhaus rein. Und zwar haben wir hier zuallererst mal unsere Garage, wo wir unseren Pickup stehen haben. Der gehört auch mit zum Equipment. Dann haben wir hier eben quasi eine Garage ohne jetzt aktive Werkstatt. Dann haben wir das Farmhaus an sich. Und das ist sehr schön gebaut, finde ich. Also richtig schön. Es ist im modernen Stil, also nicht dieses rustikale, sondern sehr modern gebaut. Wir kommen rein erstmal über durch die Waschzone mit der Waschmaschine. Dann kommen wir zum eigentlichen Wohnbereich. Also sehr, sehr schön gemacht, sehr modern halt. Wir haben dann hier unser Büro mit Ausblick zu den Kühen und hier eben auch La Campagne Angevin. Und den Notizen, die wir haben. Hier haben wir unseren Kleiderschrank natürlich. Dann haben wir ein Obergeschoss, wo wir auch hoch können oder hoch müssen, wenn wir schlafen wollen. Es ist ein bisschen fusselig, hier hochzukommen. Es ist halt Engine von Giants. Dann haben wir hier den TV stehen. Dann haben wir ein Monopoly stehen. Hier auch über das Farming Equipment. Hier haben wir dann eben unseren Schlaftrigger. Mit auch Ausblick auf den Kuhstall. Sehr weitläufig gemacht. Die Tür da drüben, die öffnet sich also nicht. Die ist nur dekorativer Natur. Gehen wir mal runter, machen wir mal den kurzen Weg. Gehen nochmal hier in diese Ecke hier. Dann sehen wir, dass wir hier unsere Küche haben. Und überall Werbung des Händlers. Ja, das ist also hier unser Bauernhaus. Das ist unser modernes, im neuen Stil oder sehr modernen Stil gebauten Bauernhaus. Wir gehen hinten raus und kommen hier zu unserem zweiten Feld, was zu unserem Hof gehört. Das ist das Feld 14. Das ist auch schon abgeerntet. Da gibt es auch also auch nichts, was wir ernten können gleich ab Start. Das heißt, eventuell müsste man dann noch definitiv ein Feld zukaufen. Dann schauen wir uns mal den Verkaufskatalog an und da fällt eine gewisse Sache auf, und zwar können die Getreidesorten alle verkauft werden, Raps und Sorghumhülse auch, Trauben allerdings nicht. Trauben können nicht verkauft werden, obschon es im Prinzip im Weinland Frankreich sich befindet. Oliven können wir auch nicht verkaufen, Abstange müssten wir auch eine Produktionsstätte hinstellen. Dann Sonnenblumen können verkauft werden, Sojabohnen, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Zuckerrübenschnitzel können auch verkauft werden. Dann Baumwolle kann verkauft werden, Zuckerrohr auch. Dann Eier, Wolle kann nicht verkauft werden. Dann Hackschnitzel können auch nicht verkauft werden. Mehl kann verkauft werden, jedoch Brot und Kuchen kann nicht verkauft werden. Obschon es eine Bäckerei gibt. Also die Bäckerei, die ist vorhanden, aber die Produkte aus der Bäckerei können nicht verkauft werden. Käse kann auch nicht verkauft werden, also auch wenn es vielleicht eine Molkerei gibt, wo die Milch angenommen wird, aber das Produkt kann nicht verkauft werden. Butter, ja, das Produkt von der Käserei kann dann nur die Butter verkauft werden, der Käse kann nicht verkauft werden. Stoff kann verkauft werden, obschon Wolle nicht verkauft werden kann. Kleidung kann dann auch nicht verkauft werden. Also da gibt es eine ziemliche Lücke in der ganzen Kette der Produktion. Also Endprodukte können dann nicht verkauft werden und gewisse Zwischenprodukte können verkauft werden. Gewisse müssen dann über die Produktion gehen, um überhaupt eine Rendite abzuwerfen, wenn man keine zusätzlichen Produktionsstellen hinbauen will. Müsli kann nicht verkauft werden, also die nächsten Punkte können alle nicht verkauft werden. Der Salat, Tomaten können nicht verkauft werden. Es kann nur die Erdbeere verkauft werden, direkt. Und zwar an die Bäckerei natürlich, aber der Kuchen kann dann nicht verkauft werden. Schokolade kann nicht verkauft werden, also wieder ein Produkt aus der Molkerei kann nicht verkauft werden.
Bretter können verkauft werden, Möbel können nicht verkauft werden. Also eine ziemlich unkonstante System hier, das angewendet ist. Also Steine können auch nicht verkauft werden. Dann schauen wir uns mal die vorhandenen Produktionen an, die da sind. Und daher vielleicht auch diese Einschränkungen. Also wir fangen mal oben hier an. Dann haben wir also zum ersten Mal haben wir drei Gewächshäuser dastehen. Aber die könnten dann aufgrund des Verkaufskataloges nur Erdbeeren herstellen. Das heißt, wir hätten dann drei Gewächshäuser, die da stehen, die nur Erdbeeren herstellen. Dann haben wir eine Schneiderei, die Bäckerei, wie schon angesprochen. Dann gibt es eine 99 Kilowatt Biogasanlage. Hier unten gibt es fast nichts. Dann haben wir hier die Schreinerei und das Sägewerk. Dann haben wir hier die Käserei und die Zuckerfabrik haben wir ja schon gesehen. Das sind die Produktionsstellen, die verbaut sind. Schauen wir uns mal an, welche Verkaufsstellen da sind. Das sind nur drei an der Zahl, glaube ich, oder zwei. Da haben wir zum einmal Terreno. Und einmal sollten wir hier haben, hier unten den Triskalio und noch den Ballenverkauf. Ladestationen gibt es einmal die Tankstelle oder den Tank, den Treibstofftank, den wir auf unserem Hof haben. Ansonsten gibt es hier noch eine Elektroladestation, aber ansonsten Tankstelle an sich, wo ich dann quasi Treibstoff kaufen kann oder tanken gehen kann, gibt es nicht auf der Karte. Es gibt dann noch unter verschiedenem hier den Viehmarkt und natürlich das Farmhaus. Es ist ja klar, das ist unser Zuhause, aber es gibt auf jeden Fall noch den Viehmarkt hier. Das war es auch schon von dem kurzen Überblick über die kleine Karte von Mael LTA. Downloadgröße 361,08 MB in der Version 1.0.0.1 und ist natürlich für alle Plattformen. Wir machen erstmal weiter mit den drei Updates, die heute herausgekommen sind. Und zwar ist das eine Update betreffend dem Verträge aktualisieren Mod. Und zwar kommt dieser Mod von Yumi. Downloadgröße 13 KB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Hier sagt der Changelog, dass die Schaltfläche aktualisieren jetzt auch auf einem Dedicated Server funktionieren müsste. Das zweite Update kommt von der Mindener und betrifft sein Schwerlastregal. Downloadgröße 5,35 MB in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Und zwar sagt hier das Änderungsprotokoll: Schatten gefixt, Objekte warfen keinen Schatten. Kommen wir zum letzten Update, das heute rausgekommen ist. Und zwar kommt dieses von GevD25 betreffend dem Class Lexion 8900 mit der Downloadgröße von 26,76 MB. Jetzt in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Hier gibt es einen ziemlich langen Changelog. Ich gehe jetzt hier nicht alle Punkte durch. Die könnt ihr auch gleich selbst durchlesen. Einfach das Video pausieren, falls notwendig. Ansonsten würde ich sagen, legen wir los mit den neuen Mods, die herausgekommen sind. Die erste neue Mod, die ich vorstellen darf, ist der KUM KTR 18500 von LS Agrar Ole. Mit der Downloadgröße von 8,36 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Güllefass mit einem Ladevolumen von 18,5 Kubikmeter, einem Gewicht von 9,9 Tonnen, braucht 200 PS und hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h. Preis in der Standardversion 97.000 Euro. Hier kann bei den Reifenherstellern gewählt werden zwischen Friedestein, Nokian und Trelleborg. Und das Design kann geändert werden betreffend des Schriftzuges, einmal Standard und einmal in Weiß. Bei der Hauptfarbe kann natürlich die Hauptfarbe geändert werden. Da haben wir neben der Standardpalette noch ein paar Custom-Farben da. Also einmal dieses Rosa, dann Blau, Schwarz und Grün. Und dann kommt die Standardpalette.
Natürlich kann hier auch noch das Nummernschild hinzugefügt respektive geändert werden. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar ist das der PB5-032, kommt von BlendArt, Kolchosnik Jr. und TT Check Modding, und zwar mit der Downloadgröße von 8,33 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommen diese von der Marke Schlusowice und beinhaltet zwei verschiedene Walzen. Zum einen mal den PB5-032, das ist diese Walze hier, hat ein Gewicht von 5,9 Tonnen, braucht 54 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 30.000 Euro in der Standardausführung. Wir können hier bei der Konfiguration die Walzen verändern von glatt zu Zahnrolle oder der Cambridge Rolle. Bei den Farboptionen haben wir zumal erst die Hauptfarbe, die das Gestell an sich betrifft. Dann haben wir die Designfarbe, die die Hydraulik betrifft. Dann bei der zweiten Designfarbe haben wir die Walzen, die davon betroffen sind. Und bei der Felgenfarbe haben wir natürlich, wie wäre es anders anzunehmen, die Felgen, die betroffen sind. Dann haben wir den HMR2, also eine kleine Walze, die einfach hinten angehängt wird. Also die wird auch nicht hochgehoben, hat aber eine Anhängerkupplung mit hinten dran. Das ist gar nicht so schlecht. Diese hat ein Gewicht von 800 Kilogramm, braucht 15 PS, um bewegt zu werden, hat eine Arbeitsbreite von 2 Metern und arbeitet mit 15 km/h. Kostenpunkt hier 5.000 Euro. Hier haben wir natürlich dieselben Konfigurationsmöglichkeiten bei den Walzen wie auch bei den Hauptfarben wie auch der Designfarbe. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar kommt die vom Team LTW, Downloadgröße 10 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar heißt diese Mod Erweitertes Bunkersilo. Dieses Skript erweitert die Silos um die Funktion, sie komplett öffnen zu können. Dies ermöglicht es, ein Silo, das noch nicht leer ist, wieder zu befüllen und anschließend zum Fermentieren erneut zu schließen. Das komplette Öffnen eines Silos setzt die Fermentierung zurück. Das heißt also, hier könnte man Häcksel gut einfüllen, dann abdecken und dann fermentieren lassen. Und wenn es denn Silage ist, nimmt man halt den Teil raus, den man braucht. Und wenn man halt immer noch etwas drin hat, dann kann man das zurücksetzen und kann neu befüllen. Der Silageanteil, der dann noch drin ist, der wird dann halt wieder zu Häckselgut zurückgesetzt. Das heißt, er würde dann halt erneut fermentieren müssen. Die nächste neue Mod kommt von Ragman2414 mit einer Downloadgröße von 0,59 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies der Jägerzaun, also ein ganz normaler, ganz herkömmlicher Holzzaun. Natürlich zu finden im Baumenü unter Dekoration und Zäune können wir den Zaun hinbauen. Das sind diese hier, Zaunelement. Und wir haben dann entweder ein kleines Tor oder ein großes Tor, das benutzt werden kann, um Einlass zu gewähren. Das bringt uns auch gleich zu der nächsten Mod, und das ist auch eine Zaunkonstruktion. Und zwar kommt diese von Camillos 0397 mit einer Downloadgröße von 3,6 Metern und in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diesmal handelt es sich um eine Betonwand oder Zaun, Umzäunung. Diesmal hier auch mit einem kleinen Tor oder eben einem etwas größeren Tor. So sieht das dann aus. Das sind diese beiden Zäune. Ebenfalls von Camillos 0397 kommt die nächste Mod, und zwar die BGA 50 Kilowatt mit der Downloadgröße 2,91 Megabyte. In der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies ist eine kompakte BGA-Anlage für mittlere und Großbetriebe gedacht. Verwerten Sie Ihre Silage sowie auch tierische Hinterlassenschaften. Natürlich im Baumenü unter Fabriken zu finden ist diese kleine BGA hier. Was mich gleich zu der nächsten
Mod führt, und zwar ist das die BGA 60 Kilowatt von Matthew FS, Downloadgröße 7,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies natürlich auch unter Produktion und Fabriken zu finden, und zwar ist das diese Biogasanlage hier. Ist ein bisschen teuer, hat aber auch 10 Kilowatt mehr Leistung, ist also von der Leistung sehr ähnlich wie die vorhergehende, ein bisschen größer, daher auch der höhere Preis. Von Matthey Mods kommt der Unterstand mit Solarpanels mit einer Downloadgröße von 5,54 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich im Baumenü unter Hallen zu finden, und das ist diese Anlage hier. Generiert 2880 Euro pro Monat und kostet zum Hinstellen 45.000 Euro. Die nächste neue Mod ist der Wasserturm Rosnowski von Rus Agrotech. Downloadgröße 2,05 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist diese natürlich zu finden im Baumenü unter Container. Ist das diese hier? Preis zum Hinstellen 2000 Euro. Und ist natürlich eine Wasserquelle. Der Lizard Arbeitskorb für Teleskoplader kommt von Rick Black Labelle TWD Modding. Downloadgröße 0,59 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und klar ist dieser Arbeitskorb ideal für den Einsatz bei Arbeiten in hohen Bäumen, um die Arbeit zu erleichtern. Das heißt also, man kann hier einfach hochklettern und befindet sich dann eben hier, wo man dann entsprechend Arbeiten entrichten kann. Kommen wir zu ein paar Script-Mods, und zwar zum einen der Wood Harvester Measurements. Kommt von Power Kasi, Downloadgröße 38 KB in der Version 1.0.0.3 und ist für PC und Mac. Das Holzernter-Add-on ist zu messen der Anzahl und des Volumen des geschnittenen Holzstücks oder der Holzstücke einzusetzen. Es gibt zwei Arten von Spaltholz, Stammholz und Sperrholz. Schwellenwerte für Kiefern- und Fichtenstämme, Zellholz können über das Menü geändert werden. Das ist diese Anzeige hier. Wenn man Bäume dann bearbeitet, kann man umstellen, welche Baumart man haben möchte. Also Kiefer, Fichte, das sind diese zwei Baumarten, die verwendet werden können, und dann wird dann hier angezeigt, wie viele Meter man geschnitten hat und wie viele Liter die Masse ist von diesem Holz, was man geschnitten hat. Die nächste neue Mod kommt von Ragman 2414 mit einer Downloadgröße von 13 KB und in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar heißt diese Mod optional düngen. Die Düngungsfunktion bei Sämaschinen kann separat abgeschaltet werden. Das heißt also, wenn man eine Sämaschine hat, die sowohl düngt wie auch sät, dann kann man die Düngung abschalten. Und zwar, wenn wir hier sehen, können wir die Düngung abschalten mit der Tastenkombination Umschalt, Links und V. Und dann wird kein Dünger verwendet. Das heißt also, es wird nur gesät. Also finanzielle Einsparnisse. Und dann kommen wir zu der nächsten Mod, und zwar ist diese von Stinger Top Gun. Downloadgröße 50 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar heißt diese Mod Contract HUD, also ein HUD für die Aufträge oder Verträge, die wir haben. Und zwar können wir hier oben sehen, dass ich jetzt hier habe zwei aktive Verträge. Einmal für Feld 13 0% ausgeführt. Feld 72 0% ausgeführt, und somit können wir jederzeit im Blick halten, ohne ins Hauptmenü zu gehen, inwiefern oder wie weit die Auftragsbearbeitung fortgeschritten ist. Es gibt drei verschiedene Anzeigemöglichkeiten: voll, keine Fortschrittsbalken oder aus, und zwar kann dies mit der Alt- und der M-Taste hin und her geschaltet werden. Und zwar haben wir hier die zweite Anzeige und dann die dritte Anzeige, dann ist es komplett weg. Und dann kommen wir schon zu dem letzten neuen Mod, und zwar heißt diese Vehicle Info, kommt von Kenny 456 mit der Downloadgröße von 32 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac.
Diese Mod zeigt dir zusätzliche Informationen über dein Fahrzeug, zum Beispiel zurückgelegte Strecke in Kilometer, Kraftstoffverbrauch oder Motortemperatur an. Also wir können hier sehen, hier wird der Kraftstoffverbrauch angezeigt, der ist bei 7,8 Litern. Dann haben wir eine Temperatur von knapp 80 Grad. Jetzt haben wir die 80 Grad erreicht und dann haben wir hier eine Anzeige für die hin zurückgelegten Kilometer in diesem einen Trip oder insgesamt die Kilometerzahl. Die Temperatur steigt noch immer. Wir kommen jetzt dann gleich zu der Marke von der 90 Grad. So, die haben wir jetzt erreicht. Das heißt, wir könnten jetzt dann auch losfahren. Dann werden wir auch hier des Weiteren sehen, wie sich das Ganze verhält. Also die Temperatur sinkt. Ihr könnt in der Einblendung sehen, welche Tastaturbelegungen hinterlegt sind standardmäßig, um dieses HUD zu steuern. Und ja, dann pausiert doch gerne das Video, um euch diese Details genauer anzusehen und das genauer anzusehen. Und dann machen wir dann einfach weiter danach. Das waren die Mods von heute. Und zwar waren dies 14 neue Mods, eine Map und 3 Updates. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat diese Präsentation gefallen. Falls ja, dann lasst doch mir gerne den Daumen da. Falls nein, dann bitte kommentiert doch gerne, warum und was euch nicht gefallen hat, damit ich das korrigieren respektive verbessern kann. Falls ihr keine weiteren solche Videos verpassen wollt und auch keine Informationen zu weiteren Kartenvorstellungen oder Let's Plays oder angezockt Serien, dann holt euch das Abo. Es hilft dem Kanal enorm weiter. Dann bedanke ich mich nochmal für eure Aufmerksamkeit. Bitte beachtet, dass ich in Kürze eine Map-Vorstellung über die French Plain herausbringen werde. Eine schöne Karte, eine Vierfachkarte, auch im französischen Lande abspielend. Eine sehr attraktive Karte für Multiplayer, wie ihr dann aus der Kartenvorstellung entnehmen könnt. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Dabeisein. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und au revoir.